So, ich komme noch mal zu diesen kleinen Dingern hier. Ich habe da noch was vergessen. Hier ist kein Elko und nix drauf. Wie sieht eigentlich die Ausgangsspannung aus? Das ist mir noch eingeschossen, weil was nützt mir eine Ausgangsspannung, wenn der hier hinten da irgendwie Pulse erzeugt und die gehen durch? Das wollte ich nämlich noch messen. Ihr seht auch hier schon, ich habe da was in Bild. Das ist ein alter 12 Volt 10 Ampere Stunden Bleiakkumulator. Habe ich ganz vergessen, dass ich das Ding noch irgendwo stehen habe, aber der ist defekt. Der hat nur um die 10 Volt. Da ist ein so ein Zellending kurz geschlossen. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich hoffe, das geht so. Ne, guck mal hier. Ah, der ist nicht so. Komm her. So 10,2 Volt, so circa. Mehr hat er nicht. Steht auch alles drauf. Wartungsfreie Akku und so weiter. Aber bei dem, ich weiß nicht, war das hier oder war das da? Irgendwo konnte man das Ding aufmachen. Der war nämlich leer. So, hier. Entweder hier oder da. Irgendwo konnte man das Ding aufmachen. Ich glaube hier die hier. Dann konnte man Wasser nachfüllen. Und die war schon recht weit runter mit ihrem Wasser. Ja. Die wollte ich eigentlich mal für die CB-Funke nehmen, aber das hat sich ja erledigt. So, jetzt wollte ich aber gucken, die Ausgangsspannung hier an diesen Teilen, wie die aussieht. Ich mache das jetzt erst einmal nur mit dem Netzteil. Schließe ich da einmal so an. Oszilloskop habe ich schon bereit. Ich weiß nicht, ob ich das Bild nachher hier reinpacke. Ob ich das Kamerabild in den Bildschirm unten in die Ecke irgendwo reinlege. So, ich gehe mal auf. Ja, 10 Volt. Und muss ihn erstmal kurbeln. Wo habe ich denn die Kurbel? Da habe ich die Kurbel. Komm her. Und gehe auf, ja, 15 Volt sollte gut gehen. So. Und jetzt schließe ich mir noch das Oszilloskop an. Jetzt geht hier der Bildschirm aus. Warum geht der Bildschirm aus? Ich bin auf mal 1. Nimmt er da auf? Ja. So, dann muss ich hier auf 5 Volt. Nee, 10 Volt. Auch nicht. Wir gehen mal auf mal 1, mal 10 und auf 1 Volt. So. In der Gleichspannung sieht es ja schon mal gut aus. Mal gleich mal 10, dann kann man das auch gleich direkt sehen. 13 Komma und ein bisschen. Ja. Gehen wir auf AC. Mal 1. Und was hat er für ein Ribbel? Das ist schon ganz schön viel. Aha. Gut, also ich würde eigentlich noch empfehlen, dass man da ein Elko mit zwischenhängt. So, jetzt würde ich jetzt aber mal wieder auf DC gehen. Und einmal das Ding belasten.
weil Leerlaufspannung ist immer so eine Sache. Jetzt muss ich das hier umbauen. Mach das mal so, geh mal auf Strom. Haben jetzt natürlich keinen Schalter dazwischen. So, den schließe ich da jetzt an. Dazu brauche ich den großen Schraubendreher. Wo habe ich den dann jetzt hingepackt? Schon bei 3 Ampere. Upsa. Was sagt die Spannung? Sollte 15 Volt sein, ja. Gut. Ich mache das jetzt aber so, dass ich mit 3 Ampere messe. Das kann ich jetzt nur nicht so lange tun. Mal 10 nochmal. Sind wir auf AC? Ne, wir sind auf DC. Ja, er wird hier schon ordentlich warm. Das sieht nicht hübsch aus. AC. Er wird heiß. Mach mal ab. Ja, die Platine wird auch ganz schön heiß. So, AC 2 Volt mal 10. Nee, AC mal 1. Ist ja jetzt abgekühlt. Oha. Ja. Ich würde bei einer Belastung ein Elko zwischenhängen. Ganz ehrlich. Der fehlt nämlich da. Aber das Ding kann 3 Ampere. Naja. Bis es durchbrennt. Ich kann das jetzt nicht so fein regeln. Ich habe jetzt keinen Widerstand dafür. 8, 16. Wenn ich sie in Reihe schalte, ja, dann könnte es vielleicht noch klappen. Allerdings ist der schon ordentlich heiß geworden hier. Der ist auch ganz schön heiß geworden. Aber soweit ich das jetzt sagen kann, 2 Ampere wird das Ding wahrscheinlich können. Das wird nur die Spule sein, die da begrenzt und die Diode. Also man hat, glaube ich, eben gesehen, wir waren auf über 3 Ampere. Und bei der CB-Funke brauche ich nur beim Senden 2 Ampere. Wenn überhaupt 1,7 ungefähr sind es eigentlich nur. Sollte ausreichend sein, ist ja nur kurzzeitig. Aber er muss noch ein Elko zwischen. Und das nicht zu knapp. Würde ich mal behaupten. Weil hier am Ausgang, da ist ja nichts. Wenn ich den jetzt nochmal an die Spannung hänge, ich hänge den nochmal ran. Und gucke nochmal, wie der taktet. Der muss ja hier irgendwo takten.
5 Volt müssten 3 Kästchen hochgehen. Aber 10 Volt Eingangsspannung. DC. Ja. Da ist nichts, soweit ich das sehen kann. Hinter der Spule. Da tut er was. Mal den Trigger hier. Ja. Yeah. Frequenz. Weiß ich nicht. Und out, er muss ja irgendwo muss er ja was tun. Also eigentlich hier hinter der Diode. Komm, bei der Diode muss er rein. Frequenz sagt er mir jetzt gerade gar nichts. Aber er pulst hoch und schwingt aus, ja. Er ist jetzt nicht das schönste Ossi hier für den PC. Ja, Frequenz kann ich jetzt nicht sagen, aber Thorsten meinte 1 Megahertz oder so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls ging es mir darum, bei den Dingern, dass da am Ausgang irgendwie noch ein Puffer-Elko ran müsste. Da ist der Ausgang. Am Ausgang Puffer-Elko, weil ich sehe da keinen Puffer-Elko, gar nichts. Das kommt direkt aus der Diode raus. Ja. Gut, ich habe einen Akku aber hier noch gefunden. Konnte ich ja jetzt schön auf fast 3,5 Ampere hier das Ding belasten. Und dann ist der Ausgangsrippel aber ganz schön heftig. Das ist nicht schön. Und ich denke mal, der wird auch bei 1 Ampere und 2 Ampere ganz schön heftig sein. Gut, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Es ging nur um den Elko hier hinten dran, dass der fehlt. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.